Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Let's Play zwischen Durstma an, zu einem Retro-Projekt, nämlich Super Mario Land. So, wir drücken Start und fangen auch gleich an. Super Mario Land ist für den Game Boy erschienen und wie ihr es hier einfach sehen könnt, es ist schon ein bisschen her. Und wir regen uns nicht über die Skills auf von meinen Kollegen. Das Spiel hat den Ruf relativ schwer zu sein. Also wird das definitiv lustig. Und der Plan ist es, das ja so in 4 Parts zu meistern. Weil das Game an sich nicht so groß ist. Ob wir das hinbekommen, ist die andere Frage. Ich würde es mal eher sagen, nee, bekommen wir es. Die Festgame habe ich weggelassen, aus dem Grund, weil ich dieses Retro-Game euch einfach in Vollscreen zeigen wollte. Deshalb hier auch Vollscreen. Das heißt immer noch Fullscreen. Fullscreen, ja, und ohne eben meine Facecam mit drin zu haben. Ja, unsere Fresse will man nicht sehen. Aber es wird Soundtrack so nice. Ja, wie gesagt, das Spiel ist erschienen von Game Boy vor ein paar Jahren. Und hat es damals so relativ gut verkauft. Der Nachfolger aus Super Mario Land 2. Für den Game Boy Advance, auch das werde ich eines Tages euch nochmal zeigen. Aber dieses Game muss man einfach kennen. Und es gibt auch verhältnismäßig relativ wenige gute Let's Plays dazu, sage ich mal. Weil Nintendo hatte das so in Anfangsjahren im Jahr 2010 Let's Played. Das merkt man auch deutlich als Beispiel an seiner Audioqualität, ne? Und da dachte ich mir auch unabhängig davon, es ist bald Silvester und als Silvester bringst das jetzt mal. Bringst dieses Spiel. Und lädst die Folgen hoch, am Tag vor Silvester und an Silvester. Ne, also diese Part seht ihr am 30.12. Und den Rest, weil es zwei werdet ihr am 30.12. wahrscheinlich sehen und den Rest eben morgen am 31. Die haben jetzt einen Stern. Die Sternmusik war noch anders, wie ihr hört. Und auch das mal interessant zu wissen, dass diese Sternmusik eben früher anders war. So. Und das Ziel ist auch da wieder, so viel ich weiß, wie in klassischen Mario Games einfach. Wobei da hatten wir jetzt kein Intro oder sowas, aber es kommt jetzt wie immer aufs selbe eigentlich hinaus. Wir müssten Prinzessin Peach befreien. So viel ich weiß, kann ich es 100% garantieren, aber ich glaube, das war so. Oben sieht man unter anderem die Zeit und die Welt, wo wir gerade sind, 1-1. Und da haben wir das Level wieder abgehakt. Na, das dauert uns kurz, warte. Okay. So, das haben wir doch so mal ganz gut hingekommen. Und hier ist das zweite Level. Kennst du das Spiel schon? Nein, ich kenne das Spiel noch nicht. Okay, wie findest du es so? Ich meine, ist auch mal lustig, so Retro zu spielen, ne? Das ist einfach als Odyssey. Das ist geil. Bis jetzt. 3D so verwirrt, aber. Es ist einfacher, das sieht man hier gerade, ja, der Aktion. Ich bin der Einzige, der von hinten an Goombas ranläuft, kann das sein? Ja, das ist ein bisschen unnötig, wenn du über die drüber springst, musst du sie nicht auch noch töten. So, und das, was diese fliegenden etwas da verteilen, sind Pfeile. Ja, aber das ist auch noch so ein Spiel. So, jetzt hast du es im Koopa aufgehört. Das ist auch noch so ein Spiel. Hey, vielleicht können wir vorne anfangen. Das heißt, es wäre ein Game, der Mann hat 3 Leben. Mit der verkackt hat, kann man immer, wobei, stopp mal, muss das jetzt ganz kurz mal schauen. Ich glaube, gehen wir ein paar Meter weiter. Und jetzt stopp mal. Lass mir, jetzt stopp mal kurz. Immer noch an derselben Stelle wieder vorne. Ja. Gut, okay, passt. So. Weil ich glaube, das, was gerade im Deck ist, die Funktion, dass man Self-Dates erstellen kann. Ja, ist gut. Lass mal drüber nichts kurz. Das funktioniert das hier nicht. Habe ich nicht abgespeichert? Ja, aber man kann es irgendwie. Ah, safe. So.
Und jetzt hoffen wir jetzt ein bisschen weiter. Und jetzt schauen wir mal, ob es jetzt hinhaut. Weil da können wir uns nach jedem Level einfach uns absafen. Stopp. Stopp mal kurz, bitte. Also. Und jetzt. Jetzt bin ich dumm. Wir safen uns jetzt hier. So, jetzt. Ich hab's rausgefunden. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Jetzt haben wir Game Over und wollen an derselben Stelle wieder erscheinen. Und ja, wir decken gerade die Siegfunktion. Können wir den Safe State laden. Wir sind doch. Mach einfach. Los. Es ist alles bildend, ich hätte gerade. So. Wie ihr seht, wir spielen auf einer Emu. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Wie ich gerade auch schon gesagt habe. Aber es ist einfach ein so schönes Spiel. Was ich euch einfach mal zeigen wollte. Und da wir jetzt halt die Gelegenheit dazu haben. Die Grafik hat schon was, so nach mit Grafik ist auch mal was Tolles, ne? Und ich dachte mir, du bringst jetzt auch mal Retro. Es wird in Zukunft hier auch vermehrt Retro-Projekte geben. Weil Retro eigentlich geil ist und ich das mag. Und ich dachte mir jetzt so, zwei Tage so Silvester und so weiter, kann man doch mal was Retro bringen. Einfach kurz vor die Kantine, keine Ahnung wieso. Und da kann ich nächstes Silvester den zweiten Teil bringen. Was ist jetzt gemacht? Ich glaube, der macht automatisch immer wieder Fail Saves. Wenn man das Level an bestimmten Punkten im Level neu laden. Ah, das wäre auch nice. Kann sein. Weil es ist halt hilfreich, ne? Damit das will ich gar nicht wissen. Wieso explodieren Koopas? Das ist total verwirrend. Ja, das ist tatsächlich verwirrend, dass die Koopas also explodieren. Aber ich glaube, du bekommst in diesem Game nichts für deine Mütze. Ja, eben. Bin mir aber auch nicht ganz sicher, ne? Bin mir nicht ganz sicher, vielleicht bekommt man hier auch etwas. Gut, die das mal erledigt. Passiert, dass das Stern runterfällt. Ich meine, Fragezeichen, Felder gibt es hier wirklich genug. Du hast 7 Minuten verhandelt und wieder hier im ersten. In der ersten Welt. Aber was heißt das gedrückt von Safe State? Hm? Was heißt das gedrückt von diesen. Ich glaube, ich habe einfach die Taste gedrückt und er hat irgendwas. Na, okay. Gut, heißt, das kann man immer drücken, falls wir mal irgendwo Game Over haben sollten. Einfach ich weiß, so. Ich weiß auch, dass er mich zurückgeworfen hat. Was. Okay, das sogar sein kann. Ja. Ja, Halleluja. Jetzt bin ich wieder an der Stelle. Mhm. Nee, warte. Machst du gerade irgendwas? Nein. Okay, wir müssen wieder von vorne anfangen. Vergehrt, die machen es von vorne wirklich hardcore mit. Du hast ohne Self-State möglich so lange dauern, wie es geht. Ich spiel jetzt durch. So. Wir können das mal einstellen, dass dieser Part eine halbe Stunde dauern wird. Ich kann mir aber gestern an diesen Zeitgerät mit 2 Stunden sitzen, um das hinzubekommen. Auch das. Und ich meine, vor allem das erste Level, das ist doch nicht eigentlich nicht wirklich so schwer. Ich finde es halt nur ein bisschen beängstigend, dass man eigentlich jetzt, wie du sehen kannst, so 2 Level haben. 2 Leben haben. Da ist man kaputt. Da sollte man es am besten nach Möglichkeit nicht treffen lassen. Vor allem einfachen Level. Weil man hat so viel, ich weiß, im ganzen Spiel nur diese Anzahl an Leben. Ja. Was die Sache nämlich dezent erst wert. Und wenn man eine Odyssee gewohnt ist, immer, wo man es für Münzen freikaufen kann, ist das hier halt wieder ein krasses Stückerl. So, und hier wieder die neumodische Sternmusik, die übelst altmodisch ist. Aber irgendwo erkenne ich die, nicht mehr von woanders. Ups. Und da haben wir das erste Level erneut gemacht. Aber jetzt werden wir auch das zweite machen und uns so vorarbeiten, planmäßig zumindest. Ach doch, doch, sei mal ein bisschen zuversichtlich hier. So, Level 2. Du bist das damit klar, dass du nicht zuversichtlich bist. Aber man kann es ja trotzdem mal sein. So, jetzt hast du Feuerblume. Wie du die auslöst, ist jetzt eine gute Frage. Drück mal A. Okay, nee.
deswegen hatte ich ja vorhin schon mal Dings gedrückt. Ah, X. X, okay, X ist Feuerblume. Gut zu wissen. X, okay. Damit, jetzt hat, damit kann man die Viecher nämlich relativ gut erledigen. Und wenn man, führt auch zu Fehlern. Dann Beispiel, ist gerade drunter fällt, ist man der Boss. So. Und das hat es wir gern Game. Wir haben ungefähr direkt relativ am Ende und Game Over hat, muss man wieder ganz von vorne anfangen. Wunderbar, ne? Das macht dieses Heiße hier auch so witzig. Ne, und so kann das rein theoretisch Stunden dauern, bis man es hat. Ja. Und vielleicht braucht das Projekt doch ein bisschen länger als 4 Parts. Das wird das nächste Großprojekt von dir, David. Also. Ich habe auch so Angst, dass es in die Richtung geht. Übrigens, das Schwarz-Weiß ist bewusst, das Game war damals Schwarz-Weiß, weil Original Game Boy auch nur Schwarz-Weiß-Games hatte. Nicht nur als Info, weshalb das jetzt eigentlich Schwarz-Weiß ist. Der Game Boy Color, was der Nachfolger vom Game Boy war, hatte dann farblose Games. Und der hatte eben noch Schwarz-Weiß, aber das... Jeez. Oh, du hast doch noch ein Leben hier. Ich meine, die erste kann ich safe. Gut, nehmen die. Ja, ich hab's gesehen. Mach nix. Passiert eben mal. Ich komme nur da gesund. So. Welt 1-1. Okay, das ist schon, Leute. Das ist ein neues Projekt, aber like, wenn ihr's cool findet. Kann man nicht irgendwie. Irgendwie. Moment mal. Geh mal ein bisschen. Jetzt stopp mal. Gut, gut, passt. So, geh ein bisschen weiter. Stopp mal. Wir haben es herausgefunden. Sehr gut. Wenn du das nächste Mal am Verrecken bist, speichern wir es davor. Okay. Speichern wir mal. Es ist ja ein bisschen so in die Richtung gehen von Cheaten, aber so bekommen wir das Game halt vielleicht wirklich gebacken. Nein. So. Nein, lass es. Den verlassen wir erstmal. Den gut, dann gehen wir zum zweiten Level und speichern erst am Anfang zum zweiten Level dann. Um dann ein bisschen eine Abfederung zu haben. So. Was war ja, wenn wir es ganz so spielen würden nach den Originalregeln, ohne Speichern und alles, wäre es halt schon ein bisschen sehr ätzend. Und wir würden ein paar Yesen an dem Spiel wahrscheinlich dran setzen. Ne? Ja, spiele. Gerade wenn du spielst. Und das wäre nicht so ganz in uns weg, diese Aktion. Na, wär's mir mal nicht so sicher. Also ich meine, Dyspepsie-Steuerung sollte für dich ja kein Problem sein. Ja. Für Typen wie ich, die halt einfach Controller gewöhnt sind, ist das ein bisschen komplizierter. Dann plötzlich und du hast kein Leben mehr im Prinzip. Ja. Schön. Also jetzt sind Leute, das Ganze geht noch ein bisschen länger. Wir nehmen es positiv und zappen jetzt aber erst durch das erste Level, sonst probiere ich das hier einmal. Aber mach du zuerst. Nee. Gib mal her. Jetzt will ich mal eine Rolle. Wahre PC-Kunst. Bist du da? Ich muss mich auch erstmal hier dran wieder gewöhnen an diese PC-Steuerung hier. Das ist für mich auch mehr oder weniger Neuland hier. Aber besser als auf den originalen Futzel, weiß nicht wie viel Zoll Gameboy-Bildschirm. So, was machst du? Du gehst jetzt weg. Ist beleidigt. Finde ich gut. Das hätte ich beinahe hier meine ganzen Aufsteller umgeschmissen. Yes, ist Maria.
Natürlich machst du es gern, das war mir klar. Stern. Der Stern gibt uns einige Vorteile. Was wir jetzt schon zum x-ten Mal wissen. Alles, weil wir das Level inzwischen nicht mal mehr zum ersten Mal machen, sondern zum so ein. Ich weiß nicht, wie viel Mal. Und da sind wir mal drin. Übrigens über den obigeren Weg, also den Weg oben, dass den wir auch durch hätten gehen können, hätten wir, glaube ich, irgendwas anderes Cooles freigeschalten oder so. Stopp! Stopp, stopp, stopp. An exakt dieser Stelle. Wo ist der Cursor da? Safe. Wie bei. Gut. Y, weißt du, wie es geht. Nein. Und immer wenn es verreckt, wir haben es ja nur ein Leben, zwei Leben, aber. Nee, ein Leben, aber immer. Das hängt übrigens die Maus weg, ja? Da. Siehst, dann tun wir die mal raus hier aus dem Bild. So wie wir es wollen und sollen. Da, 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 da. Da, 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 da. Also, ich finde vom Soundtrack das Spiel wirklich genial. Ich finde nicht genial. Natürlich. Weißt du, es ist so ein altes Spiel, aber das macht dann trotzdem Spaß und es ist vielleicht ein bisschen schwer. Wenn man das ganz original spielt, auch ein bisschen fruchtsam. Ich finde es eher cool, dass diese Cooper halt wegdingsen und nicht explodieren. Genau, das waren also quasi so die Vorstufen für den Cooper, mehr oder weniger. Wobei, man muss ja sagen, die NES war schon draußen mit den Original-Coopern, pass auf. Da hast du gern aufpassen. Du trinkst im schlechten Zeitpunkt. Im schlechten Zeitpunkt. Exakt. Tomento. So, irgendwo gab es hier was. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Vielleicht habe ich mich auch einmal nur vertan. Und jetzt Hupsala. Gut. So, ich sehe schon, wir kommen vor. So. So haben wir noch Leben. Alles, alles gut. Ich sei es, bin es nett. Und sonst laden wir immer wieder den Safe State. Aber warte, mit eben von der Anfang kommen wir direkt laden, weil da haben wir ein Level Lebenssicherheit, ne? So. Warte mal. Wie 1, 2. Also, let's go. Das ist natürlich dann ein bisschen rumgesiete. Mehr oder weniger, aber es ist halt wirklich vorteilhaft. Ja. Weil alles andere würden wir nicht überleben. Sagen wir mal alles. Gerade Ernest. Jetzt spenden. Ja, unbedingt, weil jetzt alle etwas spenden. Ja. So, nein. Da, 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 da. Das könnte aber auch ich theoretisch sein. Naja, bei, ja, du. Aber man muss sagen, dafür, dass es auf dem Emo läuft, dürfte es echt flüssig, ne? Weil es liegt vielleicht auch am Gaming-PC, aber trotzdem. An das eigentlich krasse Leistung, ne? Wenn es bedenkt. Weil neben dessen nehme ich es gerade noch auf in 1080p mit 60 FPS. Das Spiel ist eventuell auch einfach nur nachgemacht. Ne, nee, das ist wirklich das Original. Also, ja, im Endeffekt schon, aber eventuell kann man es einfach trotzdem neu programmieren. Also, so viel ich weiß, dass die Original Cartridge, ROM von der Cartridge. Und ich darf euch nicht verraten, wo ich die hab, weil das wurde gegen die Richtlinien von jeglichen Lizenzen verstoßen, weiß der Geier was, aber ich sag so viel Leute, besitzt das Game, dann ist das, was wir machen, okay. So, wir tun mal wieder unseren Safe State loaden, wie immer so schön. Ich habe das Gefühl, das werden wir noch sehr oft tun. Diese Angst habe ich leider auch, aber jetzt schaffst du das Level mal in der Runde, damit wir wenigstens bisschen mehr als die ersten beiden Level in diesem Party hinbekommen. Meinetwegen die ersten beiden. Ist das immer gar nicht mal so schlimm. Ich habe keine Ahnung, wie viele Welten es gibt. Vielleicht zieht sich das Projekt dann doch ein bisschen in die Länge. Ist ein bisschen ungünstig, aber wer weiß. Trotzdem bringe ich das jetzt hier so Silvester. Das ist ein reines Tag vor an Silvester und Tag nach Silvester Projekt. Weil wir sagen, es ist ein Part für die drei Tage. So an die 80 Stunden in zwei Tagen zu spielen. 80 Stunden. Ja, also. Ja, moin. Ob mit Failsafe oder ohne, das ist so meine
Prognose, wie lange wir brauchen. Moment. Wir machen es jetzt wirklich immer, wenn du verreckst. In dieser Welt. Außer ich weit hinten. Nehme den Self-State zur Hilfe. Ich war gerade übrigens ziemlich weit hinten. Ja, aber du wirst immer, wenn du verreckst, zum Anfang gehen. Loaded. Zu dem passt das. Das heißt, egal. Wir haben, sind zu abgesichert. Und du hast jetzt halt das Rest des weit hinten. War ein bisschen dumm von mir, aber so sind wir wenigstens ein bisschen wieder abgesichert. So, weil jetzt haben wir ein Leben extra. Was Mats einfach nicht verspielen werden. Doch. Ich schon. Auch du, Nick. Ich kann alles. Ja, diese Angst habe ich allerdings auch. So. Ich glaube, die Dinger sind am kompliziertesten. Nein, da musst du einfach nur dagegen gehen. Die gehen, also ich würde sie hassen. So. Aber dann gibt's ja doch relativ häufig diesen Pilz. Du kannst unten lang gehen, Mats poppen. Vielleicht auch nicht, keine Garantie. Nein, ich nein kannst du nicht. Jetzt wissen wir's. Ja, ich wusste es auch schon. Aber es ist da ein bisschen, dass du Pilates haben, schaffst du jetzt auch. Pilates. Hol dir den. Was? Ich sag Pilates. Alles klar. Du darfst halt bloß nicht runter. Was denn? Okay, Leute, wie wir sehen, das Ganze sieht so noch ein bisschen heraus. Aber die ersten beiden Welten, habe ich gesagt, schaffen wir es in diesem Part. Level. Wir wollen hier keine irgendwie übersetzen oder so. Keine Ahnung. So. Also. Was? Ich bin verzweifelt. Das bringst du jetzt gleich rund, jetzt konzentrier dich. Du bekommst das hin. Die Hochhäuser, das Hochhaus wurde erfunden für die Verzweifelten. Oh Kind. Jetzt bekommen wir es mal hin. Ich hab keinen Bock, immer diesen einbissigen Safe-State hier zu nutzen. Vor allem, während ich diesen Safe-State auswähle, ist bei den Zuschauern einfach nur ein Standbild. Von der Emulation. Das finde ich eigentlich ganz gut geregelt von der App und finde es auch nice und das Ganze, dass das so funktioniert. Aber trotzdem dauernd ein Safe-Set also setzen ist ein bisschen blöd. Also, be your best to do this in a very good way. Okay, soll ich das mal machen? Mach mal. Gut, das zeigt euch der Babbo, wie es geht, aber ich tue es auch für mich mal, damit ich das Verleben habe. Und wie eh so gut am Anfang sind, den Safe-State laden. Danke. Vielleicht bin ich in sowas doch besser als du. You never know. So viel zum Thema, du bist besser als du. Ja, ich muss mich erst wirklich an diese Tastatur gewöhnen. Aber mach gut mal. Du bekommst das jetzt auch hin. Ja, ich glaube, das kann ich nicht. Gut. Das haben wir dann wirklich mal ein bisschen was hier an Motivation. Nicht Motivation. Motivation. Ja, was ist Motivation? Motivation ist ganz toll. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt gibt. Doch, das ist wahrscheinlich deine Mutter versucht, dich zu motivieren. Ah ja, aber das heißt. Ja gut, das heißt, wenn wir das jetzt so schaffen, das Level, gehen wir halt in die nächste Welt mit null Lebenabsicherung. Ist doch auch mal cool. Da muss man erst dann jederzeit das Health-Staten, was eigentlich so ungefähr. Und das ist halt das Harte, man bekommt relativ selten nur One-Ups oder so, was einen halt gerade in diesem Game wirklich den Arsch retten würde. Und das macht dieses Game halt auch so schwer, an sich das Spielen, da wäre ein Pilz gewesen. An sich das Spielen ist nicht schwer, aber Self-States. Also ja, es weiß, also die Leben. Richtig, und man kann übrigens auch nicht mal weiter zurück, als der Bild zum vorausgeht, ne? Also weiter zurück als so kannst du nicht mehr. Oh, und da haben wir ein One-Up. Wir nutzen das gleich aus, Junge. Nein. Wobei, ich glaube, da gibt es jetzt wieder an der Stelle. Das ist dein Glück. Da kannst du das jetzt wiederholen. Ja, dann musst du mich jetzt nicht töten. Junge. So langsam. Nervt es dich. Nervt es erst ein bisschen.
So, wir werden es nochmal, weil es machen jetzt hier die zweite Level. Leute, also ihr seht schon, Leute, das kann hier ein bisschen so weitergehen, weil wir sind einfach dumme Kinder. Wir lassen irgendwelche Spiele, die nicht für Zweijährige gedacht sind. Okay. Das kann was werden. Vielleicht bereue ich es im Nachhinein nämlich doch, dass wir so spielen. Ja. Aber ich dachte mir, hey, Nintendo, das sind 4 Parts. Andere in 2 Parten. Das wird in Gottes Namen nicht so schwer sein, dass es für dich einfach mal unmöglich ist. Breath of the Wild wird von der Länge des Projekts nichts sein. So. Was? Ich sage, das hier würde länger werden als Breath of the Wild. Das glaube ich nicht. Wenn wir uns intelligent anstellen, schaffen wir das jetzt ohne irgendeinen Fehler ans nächste Level. Dass das bei dir halt das Schlimmste ist, wir wollten noch auf die Dinger warten! Was halt hier am schlimmsten ist, ist deine Runterfalltaktik. Ja, meine Runterfalltaktik ist voll gut. Man will doch schauen, was da unten ist. So. Und wenn du das nächste Mal zu diesem beschissenen Mann abkommst, was helfen wir da? Weil dann machen wir halt nicht immer von ganz vom Anfang, ne? Was das dann sich auch zum Mal besser macht. Und jetzt komm mal heil bis zu diesem One ab. Dass wir da 2 Leben haben und dann Safe State. So, dass alles gut ist. Bekommst du das hin? Nein. Natürlich bekommst du es nicht hin. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das Game am Original gespielt habt, auf dem Gameboy, so wie ihr es und wie ihr es fandet. Und vielleicht trägt das den einen oder anderen ja an, das Spiel jetzt mal wieder so spielen und ein Gameboy so ans Daumen, falls ihr noch einen habt. Meine was er durchaus super. Mal sein kann. Lad es nochmal. Also, es tut mir leid, Leute. Ich cut hier nichts raus. Ich habe mir dem Projekt wirklich vorgenommen, das in der Länge zu spielen, in der wir es wirklich brauchen, dieses Projekt durchzuarbeiten. Und das sollte so in 4 Parts die Wächter besser werden. Ich hätte eigentlich noch was anderes vor mit meinem Leben. Ja, das habe ich jetzt inzwischen, glaube ich, das auch. Odyssey kommt heute dann wohl nicht mehr zum Aufleben. Geil. Naja, aber dann haben wir erstmal genug aufgenommen. So. Okay, man kann es auch ein bisschen dummer anstellen. Jetzt mache ich nochmal hier. Ja, mach mal. Gott, jetzt habe ich das. Wir wollen nicht in die erste Welt. Wir wollen nicht weiter. So. Ich einfach gerade mit falschen Safe State geloadet habe. Übrigens, wenn man auf Y länger drauf bleibt, springt man höher. Mhm, geil. Ich sag ja, das Level hat gewisse. Siehst du, wir sind jetzt eigentlich schon hier. Du musst mich komplett an den Anfang zurück. Jetzt stopp mal. Wir machen jetzt ganz geschwind, einfach nur Sicherheit. W2. Wie lange ist das Mikro jetzt eigentlich schon aus? Ich glaube nicht lang, aber gerade hat mir noch gehört. Hoffe ich zumindest mal. Dass die Aufnahme eh so gut wie von Arzt. Da ist er mal. Schön. David, ich starte es nochmal von vorne. Ja, so, aber jetzt bekommen wir es endgültig hin. Also langsam. Langsam wirst du ehrgeizig. Wird das langsam. Langweilig. Aber auch langsam was eigentlich. Auf gut Deutsch langsam wird's ätzend. Bis jetzt 29 Minuten sind dran am zweiten Level. Wie werden erst die restlichen Level? Ich schon, weil ich es mal gespielt habe. Und ich kann dir sagen, ätzend. Also konzentrieren wir uns einfach. Oh, ey, ich hab's so. Nein. Doch, außerdem hat hier noch ein Leben. Da gab's doch dieses Lebensdings irgendwo. Da hinten. Du kannst nicht weiter zurück als bis zum Dings, habe ich gerade schon erklärt. Dann nimmt auch eine Sache, die bei diesem Game ein bisschen nervt. Neben dem Zeitdruck, wobei der nicht so krass ist,
kommt erst bei höheren Level oder auch noch massiv dazu kommt. Ich nur zum Beispiel einer Spoiler Alert, jetzt Vorstick sein. Erst die Gumpas weglassen. Jetzt Vorstick darauf springen. Da den Mann abholen, den Pilz holen. Jetzt darauf. Aufs nächste. Aufs nächste. Nein. Sobald es geht. Die Plattform. Da oben drin ist ein One ab. Und dies brauchen wir. Und da self-staten wir jetzt. Stopp. So. Safe. Und zwar. Zwei. So, weiter geht's. Weil nur Sicherheiten, das will ich wieder fällen. Sicherheiten. Da unten war nur Münzen. Sicherstellen. Nee, wir tun Sicherheiten. So. Wir tun nicht Sicherheiten. Wir halten sicher. So. Wir halten sicher. Und genau deshalb war es sehr gut, an dieser Stelle so einen Safe State zu setzen. Hallo, Load. Ja, ich weiß, Load. So, das kann theoretisch noch Stunden so weitergehen. Wird's aber nicht. Das kann sich nur noch um Tage handeln. Ey, aber das machst du jetzt absichtlich, ne? Nein. So, jetzt blieb man mal hier gehalten, ernst und nicht dieses Pussy Mario. Na, wir sind schon kurz vor dem Ziel, das weißt du. Das Level geht nicht mehr lang. Nicht mehr lang. Und damit komme ich jetzt auch hin. Also sorry vor dem Mikro aus, jetzt gerade eben wegen unten rein. So. Und das war's mit dem Part. Wir haben die ersten beiden Level gemacht, ey. Wirklich. Halleluja. Im dritten Level geht's im nächsten Part weiter. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao.